Videospiele aus Deutschland sind gar nicht mehr so unprävalent, wie man denkt. Crysis, Atlas Phone, Anno, FastRMX, The Search, Spec Ops The Line, Gothic oder der letzte Erfolgshit, Enshrouded. All diese Spiele wurden von deutschen Entwicklern gefertigt und haben ihre Communities, die sie lieben. Die Erfolge dieser Spiele, wenn auch nicht als AAA-Titel, ist nicht von der Hand zu weisen. Doch die Industrie selber ist nicht gerade gesund. Viele der genannten Spiele wurden von Studios entwickelt, welche durch größere ausländische Unternehmen geschluckt wurden und stehen damit in der Hand riesiger ausländischer Konzerne, welche einem Wachstum großer deutschen Studios und Publishern im Weg steht. Oder kennt ihr einen deutschen Publisher-Studio, der auf der Größe von Ubisoft oder EA steht? Die Entwickler von Gothic, Piranha Bytes zum Beispiel, gehören der Embracer Group, als auch weitere deutsche Studios. Tencent kaufte sich letztens eine Mehrheit an den Entwicklern von Spec Ops. Anno wurde nach dem Kauf des Publishers Sunflower Interactive eine Marke von Ubisoft und wird von einer Tochter entwickelt, Ubisoft Blue Byte. Deck 13, die Entwickler von The Search oder Atlas Fallen, gehören seit 2020 Focus Interactive, einen französischen Publisher. Eine Spieleindustrie à la Japan, USA oder Schweden ist deshalb nicht der Fall, da das Talent schnell weggekauft wird oder nicht konkurrenzfähig ist. Wieso übernehmen insbesondere schwedische oder französische Publisher-Studios deutsche Unternehmen, obwohl sie theoretisch unter den gleichen Voraussetzungen liegen? Und was ist die Geschichte der deutschen Studios, die übernommen wurden? Wie sieht die Zukunft der Industrie aus? Das möchte ich mir heute mit euch anschauen. Gehen wir dabei zuerst auf Schweden ein. Schweden setzte sich früh mit der Spielebranche auseinander und es gab von Anfang an Unterstützung der Politik im Gegensatz zu Deutschland. Firmen wie Google investierten dort in Studios, Microsoft baut dort 2014 einen GameCap auf. Die Bereitschaft, sich zu digitalisieren, war sehr früh bereits sehr hoch, was Fluch und Segen sein kann. Für ein sonst kleines Land wie Schweden bietet es aber einen Segen. Denn wie sonst hätte sich so ein kleines Land diese Macht auf eine Industrie sichern können. Denn Schweden ist nicht unwichtig. Es gibt wichtige Studios, wie zum Beispiel DICE, die von dort kommen, oder eben die Embracer Group. Die Embracer Group war zuvor ein Gebrauchsspielerhändler mit dem Namen Nordic Games, ähnlich wie GameStop. Nach einem fast Bankrott würde sich dieses Unternehmen auf den Verkauf von unverkauften Restbeständen von zum Beispiel EA konzentrieren und diese dann zu billigeren Preisen an große Ketten verkaufen. Der Inhaber Lars Wingefor, der bereits seit der 16 ist mit gebrauchten Spielen oder Comics handelte, gründete dann eine eigene Firma, die für das Publishing zuständig war, als Tochterfirma. Daraus resultierte das heutige Nordic Games bzw. THQ Nordic bzw. Embracer Group, nämlich verwirrend, welches das heutige Unternehmen darstellt. Das bedeutet, es ist nicht mehr der frühere Gebrauchsspielhändler, sondern eine komplett andere Firma, theoretisch. Nordic Games ging dann auf Einkaufstour und kaufte unter anderem den Publisher THQ, wofür es wohl am bekanntesten ist. Denn durch den Kauf 2013 würden sie gleichzeitig eine Umbenennung des Unternehmens zu THQ Nordic bestreben, da der Name deutlich bekannter ist als Nordic Games. Danach wurde das erste deutschsprachige Unternehmen 2018 gekauft, Koch Media, heute Plaion. Ihr kennt das Logo vielleicht von kleineren Spielen, die unten rechts das Logo von Koch Media haben. Diese agieren dann entweder als Vertriebler oder als Publisher in den jeweiligen europäischen Regionen. Innerhalb dieser 5 Jahre erhöhte das Unternehmen seinen Umsatz um 700%. Es folgten weitere Käufer wie Gearbox Software, die man von Borderlands kennt, oder Easybrain. 2022 würden sie einen Deal mit Square Enix verhandeln. Dieser gibt ihnen alle Rechte von ihren westlichen Marken wie Tomb Raider oder Deus Ex. Square Enix sah zu dem Zeitpunkt dies als nötigen Schritt, um sich vollständig auf den japanischen Arm zu konzentrieren oder auf NFTs. Es ist nicht mehr so, dass die Spiele selber Minus machten, sie hingen einfach hinter den Verkaufserwartungen zurück. Es folgten weitere Einkäufe wie Limited Run Games, welches Spielen eine Retail-Fassung gibt, die normalerweise keine selbst produzieren können, oder die Rechte an den Herr der Ringe. Das lag irgendwann sehr tief in den Taschen der Firma und nachdem ein 2 Milliarden Deal platzte, angeblich aufgrund von gescheiterten Verhandlungen mit der Regierungsbesitz stehenden Investmentfirma Savvy aus Saudi-Arabien, waren Schließungen von Studios, die zuvor akquiriert wurden, sowie Entlassungen von Mitarbeitern zum Thema geworden. Deshalb steht unter anderem das deutsche Studio Piranha Bytes an Messers Schneide, da sie nicht genug Umsatz generieren mit der Marke Alex. Zwar ist ein Einspielen der Entwicklungskosten durchaus zu warten, dennoch stellt das Studio ein Risiko für Embracer dar, weil es nicht klar ist, ob es auch bald in Zukunft so bleiben wird. Piranha Bytes zu seinen Wurzeln, dem Entwickeln der Gothic-Reihe, zurückkehren wird, ist dann fraglich. Der Gründer verließ das Studio bereits im November 2023 und im Januar 2024 wurden Gerüchten einer Schließung immer lauter. Ob es letztendlich dazu kommt, ist zwar wahrscheinlich, aber noch nicht vollständig beschlossen.
Ein Remake wird aber bereits vom spanischen Studio Akima Interactive entwickelt. Ob das durch den Start geförderte, für 2026 von Berania Bytes angekündigtes Spiel erscheinen wird, ist fraglich. Dem Gerüchten zufolge soll es ein dritter Alyx-Teil werden. Black Forest Games. Wie der Name suggeriert, wurde das Unternehmen in der Nähe des Schwarzwaldes gegründet, genauer genommen in Offenburg. Am bekanntesten für die Weiterentwicklung von Gianna Sisters, einem 2D-Plattformer ähnlich wie Mario, welchen Black Forest bis 2015 drei Nachfolger spendierte. Es folgten weitere Spiele wie Rogue-Stormer, Fate to Silence oder Bubsy the Woolly Strike Back, welche nie einen großen Erfolg vorweisen konnten. Das erste Spiel wird zum Beispiel von PC-Gamer als eine Early-Access-Fassung bezeichnet, obwohl es als vollständig released wurde. Und Bubsy wird auch nicht gerade von der Community gefeiert. Doch dann würde 2017 die Embracer Group das Unternehmen akquirieren. Die Embracer Group besaß durch den Kauf von THQ 2013 die Rechte an Destroyer Humans und würde Black Forest damit beauftragen, ein Remake zu produzieren. Dieses Remake verkaufte dann über 1 Million Einheiten und würde das Unternehmen endlich den Erfolg bieten, den es so ersehnte. Gleichzeitig war es auch von der Schließungsliste von Embracer Group gestrichen. Dennoch kam es dort auch zur Entlassung. Derzeit arbeitet das Unternehmen an dem Spiel Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber in letzter Zeit erscheinen sehr viele Teenage Mutant Ninja Turtles und die sind alle eine Art SNES Remakes oder sind in dem Style und das ist echt cool. Koch Media ist ein in Österreich ansässiger Publisher und Vertreiber von Videospielen als auch CDs, Softwaren wie Antiviren oder Filmen als auch eigene Kinolizenzen. Gegründet wurde das Unternehmen 1994 und befasste sich zuerst mit dem Vertrieb von Musik-CDs. Später ausgeweitet auf Videospiel-Publishing würde Koch Media schnell seinen Flügel im europäischen Raum ausbreiten. Das Unternehmen beschränkte sich nie bloß auf Österreich und Deutschland, sondern war von Anfang an schon in England, später in Italien aktiv. Im Jahr 2002 wurde der Publisher Deep Silver gegründet und 2008 die amerikanische Tochter Deep Silver Incorporated. Ich glaube, vielen von euch ist das Deep Silver Logo schon mal aufgefallen und ich glaube auch viele dachten, das wäre einfach eine amerikanische Firma, aber nein, die Firma stammt aus Österreich. Bekannt ist die Firma durch Spiele wie Dead Island, Saints Row 4 oder Risen, ein Spiel des Entwicklers Piranha Bytes. Außerdem noch Metro Last Light oder Kingdom Come Deliverance, also ziemlich viele europäische Spiele. Ironischerweise wurde Dead Island in Deutschland so stark geschnitten früher. Ist irgendwie witzig, wenn man überlegt, dass das eigentlich von einer österreichischen bzw. theoretisch deutschen Firma entwickelt und gepublished wurde, aber ja. Deutsche Zensurpolitik sollte man sowieso nicht hinterfragen. Ich erinnere nur an Half-Life 1 damals. Außerhalb von Deep Silver ist die Firma wohl für den Vertrieb eigener Spiele als auch den Vertrieb von anderen Spielen, also nicht als Publisher, sondern nur für den Vertrieb. Bekannte Beispiele sind davor wohl Koei Tecmo, Sega, Square Enix, SNK oder Cyai Games. Koch Media hat außerdem auch viel mit Shovelware zu tun, die man in Regalen von Elektronikhändlern findet. Aus Frankreich stammen weitere Player und einer davon ein ziemlich großer Player. Und damit meine ich nicht Videospielspieler. Der erste von ihnen ist Focus Interactive, ein kleiner Publisher, welcher 7 Studios in seinem Besitz zählen kann. Gepublished werden meist die Spiele der jeweiligen Studios, wie Atomic Heart, Warhammer, Boltgun, A Plague's Tale, Insurgency oder Atlas Fall. Das letztere ist eins der Spiele aus dem Hause Deck 13, welches 2020 durch Focus Interactive aufgekauft wurde. Dieses war ein, würde ich sagen, ziemlich großer Player im deutschen Game, denn sie hatten unter anderem sogar eine Tochterfirma in Montreal, der Spielehauptstadt. Bekannt für die meisten wurde das Studio für Lords of the Fallen, welche groß in den Medien als Dark Souls-Klon diskutiert wurde damals und später auch im PlayStation Plus verfügbar war. Nachdem keine Einigung mit dem Rechteinhaber und Publisher von Lords of the Fallen geeinigt werden konnte, das polnische Unternehmen CI Games, welches unter anderem für Sniper Ghost Warrior verantwortlich ist, siehe alte 4 Games Video, folgten 2 The Surge-Spiele, sowie letztes Jahr Atlas Fallen. The Surge-Spiele sind dabei sehr stark angelehnt an Lords of the Fallen, soll noch eine Art Nachfolger, spirituell gesehen sein. Atlas Fallen dagegen ist ein neues Action-RPG. Die Wurzeln des Studios liegen aber in den Point-and-Click-Adventures, wie zum Beispiel die Ankh-Reihe, ähnlich wie Daedalic Entertainment. Daedalic Entertainment ist ein Studio der Embracer Group, welches unter anderem Deponia entwickelte und sehr groß in den Medien zerrissen wurde nach der Veröffentlichung von Gollum. Ich kann mich früher genau daran erinnern, dass sehr viele Point-and-Click-Adventure gespielt haben, in meinem Alter besonders. Also zum Beispiel bei mir war es Hugo,
oder eben Aetna. Aetna kommt ja von Dedelec. Und ja, das war früher sehr groß in Deutschland. Dann ist da der wohl größte europäische Big Player, Ubisoft. Bekannt für die Tom Clancy-Spiele Assassin's Creed, Rabbids, Prince of Persia, Far Cry oder Watch Dogs. Ubisoft ist den anderen europäischen Unternehmen überlegen, da sie deutlich mehr Kapital zur Verfügung haben und ein eigenes Ökosystem anbieten, durch zum Beispiel Uplay bzw. Ubisoft Connect. Sie besitzen bereits ein breites Spektrum von Studios wie Ubisoft Montreal, welches 4000 Mitarbeiter angestellt hat. Dies haben sie durch ein ähnliches Vorgehen wie die Embracer Group geschafft, indem sie sehr viele Studios aufkaufen, aber auch sehr viele selber eröffnen. Ubisoft ist nicht gerade beliebt bei den Spielern, durch zum Beispiel der Voraussetzung von einer Always-On-Verbindung für Spiele, welche nur einen Singleplayer anbieten, das Involvieren in Blockchain und NFTs oder letztens eine Aussage zu dem Abo-Modell, das angeblich die Zukunft des Spiels sei. Dennoch, besonders in Europa, aber auch außerhalb, ist Ubisoft einer der größten Namen und kaufte unter anderem auch das Studio Blue Byte. Blue Byte wurde 1988 von zwei Deutschen in Düsseldorf gegründet, Thomas Herzler und Lothar Schmidt. Das Studio würde vorerst Spiele für den Amiga oder Commodore entwickeln, später für MS-DOS, dann Windows oder macOS. International bekannt und erfolgreich wurde das Unternehmen erst 1993 mit der Veröffentlichung von Die Siedler. Da das Spiel so beliebt war in Deutschland sowie außerhalb der Grenzen, würden weitere Teile folgen und 2001 dann die Übernahme durch Ubisoft. Nach der Übernahme würde das Studio sich weiterhin auf Die Siedler konzentrieren, also würde sich nicht viel daran ändern, aber es folgten auch eine Angliederung eines Berliner Studios sowie Ubisoft Mainz, ehemals Related Designs. Das letztere Studio Related Designs ist am bekanntesten für die Anno-Reihe. Der Grund für die Umbenennung sei die Bekanntheit der Ubisoft-Marke und die Vorteile, die dadurch entstehen würden. Da aber andere Publisher wie Focus Interactive oder die Embracer Group so etwas nicht tun und trotzdem Erfolg haben, ist dies fraglich. Es wirkt eher wie eine Gleichschaltung des Unternehmens durch ein viel größeres Unternehmen. Der Einfluss von chinesischen Unternehmen auf dem Videospielmarkt ist kein Geheimnis mehr, macht sich auch in Deutschland bemerkbar. Chinesische Entwickler oder Publisher sind ja jetzt dafür bekannt, dass sie sehr viele Anteile an großen europäischen oder allgemein westlichen Unternehmen kaufen, wie zum Beispiel Ubisoft. Aber auch gleichzeitig kleinere Studios. Das Studio Jäger wurde 1999 von 5 Freunden gegründet und würde sein Debüt 2003 mit dem gleichnamigen Titel Jäger feiern, welches einen geringen Absatz verzeichnen konnte, wurde aber von der Presse gelobt. Es folgte 2004 ein weiteres Spiel, bis man bis 2012 warten musste, weil dann würden sie das nächste Spiel, wofür sie auch am meisten bekannt ist, Spec Ops The Line veröffentlichen. Spec Ops The Line ist ein kriegskritischer Third-Person-Shooter und wurde in der Presse auch gut gelobt. Trotzdem wieder waren die Absätze sehr gering für den Publisher 2K Games und deswegen folgte auch kein weiterer Teil. Später folgte das Online-Spiel Dreadnought, in dem man die Kontrolle von Raumschiffen übernimmt, die gegeneinander im Team Deathmatch kämpfen. Dieses hatte bereits zu Anfang mit wenigen Spielern zu kämpfen und im November 2020 wurde die Schließung angekündigt, vorerst im März 2023, später im Juni 2023. 2019 folgte der Release von The Circle, einem Battle Royale Spiel. Später wurde es zu Circle Frontier umbenannt und es folgte ein Genrewechsel zum Extraction Shooter, ähnlich wie Division oder Escape from Tarkov. Das Spiel wurde international bekannt und es erlangte einen Hype, der leider nicht lange halten würde. Nach dem Re-Release als The Circle Frontier im Jahr 2022 würde das Spiel einen Monat lang 40.000 Spieler erfassen. Einen Monat später bereits 22.000, bis es im September 2020 auf 4.000 Spieler schrumpfte. Zwei Season-Updates und damit verbundene Vibes würden die Spielerzahl kurzzeitig wieder näher an die 10.000 bringen, aber auch das für eine kurze Zeit, bis es im September 2023 vollständig abgeschaltet wurde. Im Juni 2021 wurde das Studio bereits durch Tencent aufgekauft und damit wurde ihnen ein Auftrag gegeben, an Dune Awakening zu arbeiten, ein Open-World-Survival-MMO basierend auf dem Film Dune. Wie weit Tencent in Zukunft auf Jäger Einfluss nimmt, wird sich zeigen, da der Kauf noch relativ frisch ist. Tencent hat ja bereits sehr viele Anteile an verschiedenen Videospielunternehmen wie Activision Blizzard, Epic Games oder Paradox Interactive und scheint ja auch nicht viel Hehl zu machen, aber das ist vielleicht diesmal anders, weil Jäger ihnen ja vollständig gehört. Wieso ich das überhaupt aufgreife? Es gibt ein anderes deutsches Unternehmen namens Big Point. Es wurde 2002 gegründet und hat sich vorerst auf Browserspiele konzentriert. Das bekannteste Spiel des Unternehmens ist Farmarama, welches 2009 als Browserspiel erschien, unter anderem auch auf SchülerVZ. Ich denke, vielen von euch ist das Spiel bekannt und das Spielprinzip auch. Es ist ein Farming-Spiel, aber da es Free-to-Play ist,
setzt es natürlich darauf, so viel Geld wie möglich aus sich rauszuziehen mit langen Wartezeiten und großen Mengen an Erfahrungspunkten, die man sammeln muss. Da das Unternehmen sich aber sehr stark auf Browserspiele konzentrierte, waren sie für die Zukunft nicht gut aufgestellt, da sich schon seit 2012 auszeichnete, dass sie sich im Abwärtstrend befinden, durch unter anderem Smartphones. Durch den Kauf des deutschen Entwicklerstudios Radiant Labs würden sie auch die Rechte an Dragon Sang bekommen und damit verbunden, dass MMORPG Dragon's Egg Online veröffentlicht. Doch nach der Veröffentlichung im August 2011 sah es nicht wirklich gut aus für Big Point. Nicht in dem Sinne, dass sie nicht genug Geld machen würden, sondern dass keine großen Spiele mehr erschienen, die die Masse interessierte. Das Unternehmen selber wurde krass gehandelt. Unter anderem kaufte NBC Universal 35% des Unternehmens ab. Doch vollständig blieb es vorerst nicht bei einem Unternehmen. Bis 2016. 2016 folgte die vollständige Übernahme für 80 Millionen durch den chinesischen Videospielhersteller User Interactive, welcher Browser als auch Handyspiele herstellte. Big Point stellte ab dann keine Eigenproduktion mehr her und arbeitete nur noch an der Anpassung chinesischer Spiele für den europäischen Markt. In China ist es ja bekannt, dass Handyspiele deutlich mehr Erfolg haben und im Westen es eher andersrum ist, aber die Entwickler und Publisher würden es gerne so haben, dass du nur noch an einer Gambling-Maschine sitzt. Und deswegen mache ich mir da Sorgen, dass Tencent genau das gleiche mit Jäger machen könnte. Aber wie gesagt, only time will tell. Deutschland. Die Zahl unabhängiger Unternehmen, die kein Indie-Entwickler sind wie Matthias Linder oder Radical Fish Games Crosscode, ist rar. Das bekannteste Unternehmen ist wohl Crytek, welches 1999 von den Yelly-Brüdern gegründet wurde. Der erste Auftrag des Unternehmens war dabei das Entwickeln des ersten Spiels der Far Cry-Reihe. Doch ab dem zweiten Teil würden sie schon nicht mehr daran arbeiten. Doch folgte die Entwicklung der Crysis-Reihe sowie die Weiterentwicklung der Cry-Engine. Als Crysis 2007 rauskam, war es einer der bestaussehenden Shooter, der auf dem Markt erschienen ist. Und es galt als seine Challenge, das Spiel teilweise auf dem PC zum Laufen zu bekommen. 2013 entwickelte Crytek in Zusammenarbeit mit ihrer Tochter Crytek Kiev das Spiel Warface, einem Free-to-Play-Shooter, welcher sehr bekannt werden würde innerhalb russischsprachigen Ländern. Später würde sich Crytek Kiev vollständig von den Unternehmen lösen. 2018 folgte der Release von Hunt Showdown, einem im Gegensatz zu The Cycle Frontiers deutlich erfolgreichen Extraction-Shooter, welcher in dem frühen 20. Jahrhundert im Mississippi spielt. Das Ziel des Spiels ist das Vernichten eines Monsters, auf dem ein Kopfgeld ausgelegt ist, sowie das Extrahieren der Gegenstände, die dieses droppt. Dabei kann man von anderen Spielern getötet werden und die Gegenstände können auch geklaut werden. Nachdem die Crysis-Trilogie als Remaster veröffentlicht wurde, hat Crytek auch einen weiteren Teil der Reihe angekündigt. Wann der Teil erscheint, ist noch nicht klar. Ein weiteres Studio ist Klang, welches noch kein Spiel veröffentlichte und deshalb mit Hilfe von Venture Capital an einem KI-basierten Simulationsspiel namens Seed arbeitet. Dieses soll die Art, miteinander zu spielen, neu erfinden und die Zukunft der Menschheit simulieren. Was das wirklich Spiel am Ende ist, weiß ich nicht. Es folgen sonst nur noch kleinere Studios, die sich zum Beispiel auf Browserspiele spezialisieren wie Traveling Games oder Studios wie Stratosphere Games, welches unter anderem an den NFT-basierenden Koop-Looter-Shooter The Desolation arbeitet. Viele der Studios sind also Startups, beziehungsweise entwickeln ihr erstes Spiel oder sind in irgendwelchen Nischen drin wie Browserspiele. Es ist deutlich unattraktiver geworden, in der Videospielindustrie ein gängiges Spiel auf den Markt zu bringen. Fast die Hälfte des Umsatzes wird mit Microtransactions gemacht und gerade mal 10% mit gängigen Spielen. Der Markt des Spiels, welches für 20, 40 oder 60 Euro über die Ladentheke geht, wird außerdem durch die Eingriffe von Firmen wie Microsoft mit dem Game Pass oder Ubisoft beeinträchtigt. Diese Bestrebungen sind für die Industrie und insbesondere für mittlere und kleinere Entwickler ein Hindernis. Der CEO des Videospielstudios Larian Studios fasst es dabei sehr gut zusammen. Wink schrieb dort unter anderem, wie auch immer die Zukunft der Spiele aussehen mag. Inhalte werden immer im Vordergrund stehen, aber es wird viel schwieriger sein, gute Inhalte zu bekommen, wenn das Abo-Modell zum vorherrschenden Modell wird und eine ausgewählte Gruppe entscheidet, was auf den Markt kommt und was nicht. Einen Vorstand dazu zu bringen, ein von Idealismus getriebenes Projekt zu genehmigen, ist fast unmöglich und Idealismus braucht Raum, um zu existieren, auch wenn er in die Katastrophe führen kann. Er versprach dort auch, dass man seine Spiele niemals in einer abo-basierten Modell finden wird. Der Zustand ist bereits jetzt schlimm auf dem PC, dass man von Steam abhängig ist. Genauso auf den Konsolen, wo man auch von einem Store abhängig ist. Auf dem PC gibt es wenigstens Konkurrenz durch GOG oder Epic Games, aber selbst dann, es sind immer noch Stores. Es wäre sehr viel besser, wenn die Unternehmen selber diesen Abseits regeln könnten, also wenn Leute einfach auf die Seite gehen würden und sich das Spiel dort kaufen, aber
dazu würde es nicht kommen. Und dann noch ein Abo-Modell mit reinzubringen, wo man für, sagen wir mal gerade mal 10, 20, 30 Euro so viele Spieler finanzieren, nein, das ist nicht möglich. Und die einzigen Unternehmen, die dadurch überleben würde, wären nun mal Firmen wie Microsoft, die bereits so groß sind. Ich möchte nicht in Zukunft das so haben wie Netflix, weil Netflix produziert auch sehr viel, ich sage mal, auf safer Basis. Wenn zum Beispiel eine Staffel nicht gut läuft und das kann schon entschieden werden innerhalb von wenigen Monaten, dann ist es raus, komplett. Das wird nicht weiter produziert, es muss sofort viral gehen. Und dann noch die Kreativität, das sieht man ja in der Musikindustrie. Ist da noch viel Kreativität, wenn da 10 Milliarden Leute an einem Game arbeiten? Nicht wirklich. Wie soll da Neues entstehen? Dann kommt ein großer AAA-Blockbuster, der eine schöne Hülle hat, aber nichts Inneres. Stell dir mal vor, es gäbe keine Indie-Games mehr. Welche Innovation kam denn durch große Unternehmen? War es denn gut, als die ganzen Plattenfirmen die Musikindustrie übernommen haben? Oder die wenigen Filmgiganten die Filmindustrie? Nein! Wir wissen alle, es ist schöner in der Videospielindustrie, weil quasi jeder irgendwas veröffentlichen kann, ohne irgendwen zu fragen. Zu müssen zumindest. So wie bei dem Musiklabel. Ich habe persönlich keinen Bock auf das Abo-Modell. Und ich hätte auch sehr gerne weiteren Retail-Spiele, welche ja für die PC quasi nicht mehr vorhanden sind. Also nur noch für die Konsolen. Und ich hoffe, dass es noch etwas länger so bleibt. Bei Nintendo denke ich mir etwas länger. Sony versucht da auch wegzukommen. Aber wir werden sehen.